Hallo von euch und zurück zu einer weiteren, aber kleinen Folge EDS2 über Europastraßen. So, LKW ist repariert und auftragsmäßig habe ich schon mal geguckt. Also es war jetzt alles weiter weg Richtung Dänemark und so. Eine Tourbahn nach Südfrankreich, oder? Aber habe mich dann jetzt doch dazu entschlossen, gerade die paar Kilometer leer nach Mannheim zu fahren. Dann stellen wir den Auflieger ab und holen dann den Schubboden und dann werden wir dem Schubboden noch ein bisschen fahren. Ja, wettertechnisch fängt es gerade momentan nur ein bisschen an zu regnen. Aber ist alles noch im grünen Bereich. Ja, Reparatur kostet 4.100 und ein paar zerquetschte Euros. Und ja, Reifenverschleiß. Kleinigkeiten. Ich habe eigentlich gedacht, es wird teurer, wo das Mutterlämmchen angegangen ist, aber es war doch nicht so wild. Und dann gucken wir, wenn wir jetzt in Mannheim sind, dass wir Update, ja. Windows Update. Vielleicht nur nochmal nach Dänemark oder Schweden. Schweden war auch sehr schön. Vielleicht kriegen wir noch was für den Hoch. Mal gucken. Ja, Musik habe ich momentan keine. Also ich habe Musik, aber die habe ich ja schon wie oft rauf und runter gespielt. Muss ich mir jetzt mal irgendwann demnächst noch was Neues holen. Ja, wenn das so weitergeht, dann brauche ich jetzt eine Viertelstunde bis nach Mannheim. Die fahren ja stracks 60, ey. Komm, jetzt kannst du auch mal 70 fahren. Auf! Ja, Liftachse, Zugmaschine, Liftachse, Auflieger. Boah, bist du denn jetzt so schnell? Ach komm ey. War nur 60, maximal jetzt vielleicht 70. Ja, die Geschwindigkeitskontrolle sind jetzt... Entweder kommt mir das jetzt nur so vor. Ne, Beta-Update jetzt oder so, keine Ahnung. Ganz schön extrem. Also was ich jetzt schon bezahlt habe an Strafe, da hätte ich mir schon gerne so kleine Auflieger gekauft von. Ohne Scheiß. Wenn wir jetzt in Mannheim sind, dann können wir mal gucken, was die anderen zwei Dame mache, wo die sich rumtreibe. Und vielleicht, ich weiß noch nicht, werde ich die Zugmaschine zu einem Quickly umbauen, also zu zwei Achser. Machen wir eine Achse weg und dann für den Schwerlast, da habe ich nämlich jetzt was gesehen. Ein Volvo F4 oder FH4. Gefällt mir sehr gut. Den muss ich mal noch runterladen und dann werde ich mal den für Schwerlast machen. Weil ich glaube, die F16, er könnte es packen, aber ich denke mal, bergauf oder so, da werden wir schon massiv Probleme bekommen. Weil der hat nur. Boah, echt jetzt, ey.
Ja, die Law, diese Leerfahrt hat sich nicht gelohnt. Wir haben dann Probleme bekommen am Berg oder so. Und da werde ich mal dann den FH400 lade, den dann umbaue zum Schwerlast, aber das sieht man dann alles, wenn es soweit ist. Hat so ein schöner Sound. Aber der Schriftzug leuchtet, wie sie früher waren. War schon 6 Minuten unterwegs. Normalerweise fahre ich ja nicht so gern leer. Also ich habe lieber immer voll oder eine Rückladung, aber das ging halt jetzt nicht. Weil, wie gesagt, die andere Tour war all weiter weg. Und da es ja Landstraße ist und es eigentlich keine Maut kostet, habe ich gedacht, komm, fährst du ein Stück leer heim. Der hat mich zuerst über die Autobahn geschickt, aber das wollte ich nicht. Leer über die Autobahn und noch Maut bezahle. Dann hätte man nur draufgelegt. Gut, obwohl ich habe bis jetzt 2000 Euro pro Strafe bezahlt. Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja. Ich glaube, da wäre es über die Autobahn ein bisschen billiger gewesen. Ja, dann habe ich jetzt den Scale, der war auf 200. Deswegen war das Bild als Mosch ein bisschen komisch. Da ich letztes Mal in der Folge genommen habe, geguckt, denke ich, ne? Irgendwas stimmt da noch nicht. Und habe ihn jetzt auf 400% gesetzt und jetzt ist alles schön gestauscharf. Ja, das sieht sich schon noch ganz schön bis da, ne? Naja, machen wir jetzt mal eine Folge Leerfahrt. Eine teure Leerfahrt. Ah, meine schöne, entspannte Abendfahrt. Ja, fast da. Fast da. Ich denke, wir werden dann noch umsatteln und dann mal noch nach einer Fracht gucke. Und ich denke mal, dann wird die Folge auch schon zu Ende sein. Weil wir haben jetzt schon 10 Minuten. Ja, so eine Viertelstunde, das ist ruckzuck. Mannheim, jawohl.
Sprit ist noch halb voll. Tanker brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Aber wenn man die Garage ausbaue, glaube ich, ist auf der letzten Stufe, da haben wir dann auch praktisch eine eigene Tankstelle. Da ist der Diesel doch ein bisschen billiger. Da müssen wir jetzt abbiegen. Jawohl. Hoffentlich fahren die zwei jetzt geradeaus. Oh, Gott sei Dank. Da gab es doch früher mal als Mod auch den zweiten Spiegel, also den Innenspiegel oben rechts, aber nur ein bisschen kleiner, aber ich finde den nicht mehr. Ich hatte einen gefunden, aber der ist nicht mehr kompatibel mit der Version. Falls da jemand was weiß oder mal mir einen Tipp geben kann, da wäre ich sehr dankbar, weil der ist mir doch ein bisschen zu groß, oben rechts in die Ecke. Ja, hin ist die Polizei. Da müssen wir zum Glück nicht hin. Ja, wenn der leer ist, ist der Rückzug auf 60. Das ist das Verlockende. Sieht einfach geil aus, das Auto. Kann man nicht anders sagen. Ah, die nächste links. Ja, es passt ja ganz genau. 14 Minuten haben wir jetzt. Komm, wird grün. Wir haben noch keine Zeit. Und dann muss ich mal gucken, dass ich am Wochenende mal die Schaltung da nochmal aktiviert bekomme. Und dann mit Handschaltung fahre. Weil ich bin nämlich jetzt die ganze Zeit immer mit Automatik gefahren und das wird dann bestimmt mal interessant. So, da müssen wir hin.
ausmache. So, dann haben wir die Liftachse. So, und was mich halt eben jetzt, was mir jetzt eben halt eben jetzt noch lieb wäre, wenn der Auflieger jetzt auch da stehen bleiben würde. Weil wenn ich jetzt den anderen ansattle oder beide versuche nebeneinander zu stellen, dann ist einer weg. Und wenn sie das noch hinkriege, dass dann die Auflieger dann auch da stehen, wo man sich gekauft hat, das wäre halt eben auch geil. Das wäre halt eben noch mega. So, da kommen wir mal. Auflieger. Tauschen. Jawohl. So, Flachbild. Der ist gesperrt. Jawohl. Sehr schön. 39.000 sagt unser Konto. So, und das ist jetzt der Schuhboden. So sieht das aus. Ist ein kleines bisschen groß. Das Führerhaus könnte noch ein paar Zentimeter höher sein, dann wird es besser aussehen. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem kleinen Führerhaus, aber... Ich wollte nach den F-16 fahren. So, Liftachse hoch. So. Dann gucken wir mal, was spricht denn der Frachtmarkt. Ladungsmarkt. Mannheim. Burgs. Oh, Frankreich. Ist Verona, Italien. Ach, das Card-Update muss man noch holen. Für Italien. Und Frankreich noch, glaube ich. Dass hier komplett Italien drauf ist. Das habe ich nämlich noch nicht. Verona. Was haben wir dann noch? 21.000. Na cool, das ging die Preise in den Keller. Odense. Leere Palette. Für 20.000. Dänemark wäre schon schön. Clermont, Frankreich, Le Havre, Torino, 19.000, Paris, medizinische Ausrüstung, Le Mans. Ich würde sagen, wir fahren mal leere Palette nach Odense, Dänemark. So, mal gucken, wo führt uns da hin. Oh, direkt um die Ecke, das können wir noch laden. Das können wir noch laden. Ich habe doch gar kein rotes Auto gekauft. Ja. Der hat jetzt hier eine 3 starre Achse. Da ist keine lenkbare Achse dabei. Lenkbare Achse habe ich jetzt nur an dem Flachbett-Auflieger. Ach, bei dir nicht da drin. Ah, oh, nein. Ja, das ist eine sehr, sehr enge Hofeinfahrt. Muss man gut ausholen.
Ich wünschte, ich wäre schon drin und wieder draußen. Schön aushole, dass man den Auflieger so weit wie möglich auf die linke Seite bekomme. .450. Das wird eng. Das wird eng. So, mal kurz stehen bleiben. Das war's. Eieiei, aber gerade so. Oh, ganz hinten in die Ecke. Ja, jetzt wäre eine lenkbare Achse vielleicht doch nicht so ganz verkehrt. Aber es geht. Es geht. So, dann machen wir noch die Liftachse von der Zugmaschine runter. Einmal laden. So, Freunde. Und das war's dann auch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf dem Weg nach Dänemark. Und vielleicht habe ich auch bis zur nächsten Folge den Schalthebel nochmal aktiviert. Und nochmal ein bisschen neue Musik als zum im Hintergrund. Das ist dann doch ein bisschen angenehmer zu fahren. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute war es gleich ein bisschen langweilig. War nur eine Leerfahrt. Aber könnt ihr gerne abonnieren, liken, teilen, weiterempfehlen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Allo. Tschüss.